Graue Wolken, Regen. Das sind so die Wetterlagen, bei denen man sich gemütlich zu Hause auf der Couch sitzend bei einem warmen Kaffee oder Tee entspannen könnte. Aber heute mache ich das so ein bisschen anders. Ich habe keine Lust mehr, nur bei Sonnenaufgang oder Untergang zum Fotografieren rauszugehen. Heute würde ich die etwas graueren Wetterlagen einfangen. Also mache ich mich auf den Weg in die Weinberge mit einem schönen Panoramablick auf den Pfälzerwald und auf die stürmischen Regenwolken, die langsam ihre Bahn über die Region ziehen. Ich finde sowieso, dass das grauere Wetter inzwischen für mich so ein bisschen interessanter wirkt als die verschiedenen anderen Wetterlagen oder die klassischen Sonnenaufgänge oder Untergänge. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Art von Bildern heute entstehen. So, es fängt gerade langsam an, ein bisschen zu regnen und ich stelle mich mal ganz kurz hier so ein bisschen ab und hoffe, dass wir jetzt mal so ein bisschen in Ruhe quatschen können, bevor wir hier nass werden. Also willkommen zum heutigen Vlog. Heute sind wir ein bisschen im Weinberg unterwegs und ich versuche von diesem Weinberg aus, dem Pfälzerwald, so ein bisschen zu fotografieren und hoffe, dass nachher noch ein paar Nebelschwaden eben, wie schon auch zu sehen im Video gerade eben, aus dem Pfälzerwald aufsteigen. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen mehr wird, dass es vielleicht nachher noch intensiver regnet. Jetzt aktuell tröpfelt so ein bisschen. Ich habe mich gerade unter einen Baum gehockt und warte jetzt einfach mal ab, wie das so wird mit dem Sonnenuntergang. Gemeldet ist eine relativ dichte Wolkendecke, war gestern auch so. Ich habe einfach die Hoffnung, dass es besser wird. Sind wir einfach mal gespannt, wie es wird. Viel Spaß mit dem Vlog. Auf jeden Fall auch dazu sagen kann, ist, dass das Wetter relativ unbeständig ist. Also es gibt mal ein paar Lücken zwischendrin, da ist es mal wieder etwas heller, ein bisschen dunkler. Aber so den erwarteten Regen, der angekündigt wurde, habe ich jetzt noch nicht. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das nachher wird, ob da noch was runterkommt oder ich weiß nicht, ob ihr das gerade so im Hintergrund sieht. Da hinten ist ja schon so ein bisschen, oder was heißt bisschen, da gehen ordentliche Nebelschwaden hoch. Auch vorhin da Richtung Neustadt, oben so die Ecke, war auch schon was. Allerdings ist jetzt gerade wirklich, naja, ein bisschen schwächer, sage ich mal so. Und ich bin echt mal gespannt, ob es überhaupt noch hierher kommt. Ob ich überhaupt noch ein paar Schwaden abbekomme. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen skeptisch. Aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen da. Verändere noch ein, zwei Mal die Position. Ich werde es mal abwarten. Naja, so ist es halt in der Fotografie. Da steckt man nie zu 100% drin. Und mit dem Wetter ist es halt immer schwierig. Ja, vielleicht wird es noch was. Ich habe die Hoffnung auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. So, es hat jetzt schon etwas angefangen zu regnen und ich bin jetzt ein bisschen weitergelaufen und hoffe einfach, dass nachher noch so ein, zwei Nebelschwaden aus dem Wald aufsteigen. Bis jetzt sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Da hinten wird es schon etwas diesiger. Ja, einfach hier vom Feld aus, wie gesagt, ein, zwei Aufnahmen vom Pfälzerwald würde ich mir ganz gerne nicht entgehen lassen. Und heute bin ich unterwegs mit einem 70-300. Eben mit der Z6 wieder. Meine Hauptkamera und ja, freue mich einfach darauf, vielleicht ein, zwei Aufnahmen machen zu können. Hier sind auch im Umkreis noch ein, zwei Burgen zu sehen. Die sind von der Perspektive oder von der Position, wo ich aktuell bin, auch wirklich sehr, sehr gut einzusehen. Man hat da verschiedene Winkel. Wenn man hier diese Feldwege entlang läuft, da kann man seine Position auch wirklich gut verändern, noch notfalls und einen anderen Winkel noch fotografieren. Aber bis jetzt sieht das eigentlich relativ gut aus. Leider noch keine dicken Nebelschwaden, die aus dem Wald aufsteigen, aber naja. Kann ja noch kommen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich hoffe, die Wolkendecke reißt nachher noch so ein bisschen auf und dann wird es vielleicht noch ein bisschen interessant heute.